Also die Mietzi hat sie verbrennt. Bei einer Zigarette. Hallo, Bandl? Ja, okay. Verbrennung, gerade jetzt passiert. Ja, ich mach mir einen Weg. Ich bin gleich da. Sie haben gerade angerufen. Gott sei Dank war ich in der Nähe, weil ich bin immer in der Nähe, wenn was passiert. Ich schau mir das gleich an. Ich hab eh alles mit. Also die Mietzi hat sich verbrennt. Bei einer Zigarette. Ja, aber wie wir wissen, ist Rauchen ungesund, kann aber auch zu Verletzungen führen, wenn man einschläft. Handschuhe haben wir wegen Hygiene und forensisch wegen Fingerabdrücke. Ja, es ist kein Nachteil, wenn man die Ursache noch entfernt. Ja, also gnädige Frau, die Zigarette immer. Ja, die Mietzi hat natürlich zwei Brandwunden. Nicht? Schauen wir mal, also wichtig ist, man muss eine Zeit reinigen mit einer geeigneten Lösung. Bakterien weg, Zelltrümmer weg. Es wird jetzt ein bisschen wehtun. Und dann schaut man, wie die Wunde nach dem Reinigen ausschaut. Und je nachdem, ob jetzt eine Brandblase oder zwei Brandblasen sind, kann man dann entscheiden, wie man es verbindet. Bei Verbrennungen gibt es drei Stufen, eigentlich vier. Nummer eins ist eine Brandblase, zwei ist, wenn die Blase dann offen ist. Sie hat Gott sei Dank nur Verbrennung Grad 1. Das heißt, wir geben, je nachdem, was wir zur Verfügung haben, eine Wundauflage drauf. Dann hat man manchmal vorbereitet ein Pflaster, damit es nicht verrutscht. Und haben wir schon in einem Video gezeigt, gibt es sehr gute Produkte. Das kann man da drüber rollen. Dann verdreht man diesen Teil und zieht das wieder runter. Schaut, kann mehrere Tage oben bleiben, schaut farblich auch, passt zu den Farben des Sommers. Das wäre eine Variante. Ja. Die zweite Variante ist, wenn es nur eine kleine Blase ist und es hat schlimm ausgeschaut, gibt es so fertige Pflaster, die elastisch sind. Da gibt es so fertige Pflaster, die sind elastisch, die kann man da gut anwickeln, picken sehr gut am Handschuh und haben den Vorteil, dass man den Finger, wenn man ihn bewegen könnte, der Hahn wird auch nicht alt, ich hoffe, er überlebt den heutigen Tag. Das reicht oft aus. Wichtig ist, dass es hält, dass kein Schmutz zur Wunde kommt und dass es elastisch ist und man auch noch die Finger gut bewegen kann. Die dritte Variante, wenn jetzt zwei Finger betroffen sind, gibt es neben der Wundauflage noch die Möglichkeit, das mit so einem Schlauchverband, mit so einem Netzschlauchverband zu fixieren. Da zieht man die beiden Finger da drüber. Die Mitarbeit ist auch verbesserungswürdig. So. Herr Assistent, bitte. Ja. Danke. Die haben keine Handschuhe, auch weg. Ohne Handschuhe, ich weiß nicht. Schon wieder. Geht schon, lass uns aus. Das ist wieder nichts. Lass uns aus. Also wenn Sie einen Assistenten brauchen, der ist fachlich nicht so gut, aber preislich kommt er Ihnen entgegen. Verdreht man das,
und zieht das dann drüber. Und so hat man die Wunderflagge für beide Finger fixiert. Ist an und für sich ausreichend und erfüllt den Zweck. Das war's heute im Freien. Ich gehe jetzt ein Händel essen. Tschüss.